Heute erzähle ich euch etwas über Arbeit. Dafür ziehen wir folgendes Beispiel heran. Und stopp! Der Hochspringer hat soeben Arbeit verrichtet. Er hat mittels Muskelkraft eine gewisse Weglänge zurückgebracht. Und zwar hat er seinen Körperschwerpunkt um mehrere Dezimeter anheben können. Genauer gesagt um die Höhe H. Es wurde in diesem Fall potenzielle Arbeit verrichtet oder auch Hubarbeit. Das Formelzeichen für die Arbeit ist W. Dies kommt aus dem Englischen und steht für Work. Die Einheit wird in Newtonmeter angegeben. Dabei ist ein Newtonmeter gleich ein Joule, was wiederum einer Wattsekunde entspricht. Aufgeschlüsselt ist die Einheit der Arbeit folgendermaßen: Kilogramm mal Meter hoch 2 durch Sekunde hoch 2. Die Formel für die Arbeit lautet W gleich Kraft mal die zurückgelegte Wegstrecke mal den Kosinus aus dem Winkel Alpha. Neben Alpha kann auch die Winkelbezeichnung Theta verwendet werden. Sagen wir mal, dieser graue Klotz, den ihr hier seht, ist ein Schlitten, der sich auf einer Eisoberfläche fortbewegt. Derjenige, der den Schlitten ziehen muss, duckt sich jetzt natürlich nicht bis ganz nach unten, sodass der Kraftvektor auch in Zugrichtung zeigt. In diesem Beispiel kann nur ein bestimmter Anteil der verrichteten Arbeit effektiv genutzt werden. Und genau der Kosinus aus dem Winkel Alpha bzw. Theta gibt uns Auskunft über diesen Arbeitsanteil. Grundsätzlich unterscheidet man in drei Spezialfälle. Im ersten Fall ist der Winkel Alpha gleich 0. Der Kosinus aus 0 ist 1 und es gibt sich eine Formel für die Arbeit Kraft mal Weg. Bei einem Winkel von 180 Grad beträgt der Kosinus des Winkels Alpha minus 1. In diesem Fall wird negative Arbeit verrichtet, weil der Kraftvektor entgegengesetzt der Zugrichtung zeigt. Im dritten Fall, wenn der Winkel Alpha 90 Grad beträgt, dann wird zwar Arbeit verrichtet, aber kein Stückchen in Zugrichtung. So, jetzt noch ein konkretes Beispiel. Ein Schlitten wird entlang der Strecke D, welche 100 Meter beträgt, mit der Kraft von 30 Newton und dem Winkel von 45 Grad gezogen. Wie groß ist die verrichtete Arbeit? Wir setzen erstmal die Werte ganz gemütlich in die Formel ein. Für die Kraft setzen wir 30 Newton ein, für die zurückgelegte Wegstrecke 100 Meter und für den Winkel Alpha 45 Grad. Es ergibt sich aus dem Kosinus vom Winkel Alpha der Wert 0,7, gerundet selbstverständlich. Und wenn man das Ganze jetzt miteinander multipliziert, so erhält man den Wert 2121 Joule oder auch 2,121 Kilojoule. Kommen wir nun zu unserem Fallbeispiel Nummer 2. Angenommen, man hält aus dem Labor einige Messwerte und möchte daraus die Arbeit berechnen. Die jeweiligen Daten liegen in diesem 2-Kraft-Weg-Diagramm vor. Im linken Diagramm ist die Kraft konstant, während im rechten Diagramm diese variiert. Ganz wichtig, auf der X-Achse haben wir nicht die Zeit aufgetragen, sondern den Weg. Denkt dran, zu Beginn des Tutorials haben wir festgehalten, dass sich die Arbeit ergibt aus dem Produkt Kraft mal Weg. Bildlich veranschaulicht entspricht die Arbeit der grauen Fläche, während die Punkte S1 und S2 jeweils die Strecke für die verrichtete Arbeit begrenzen. Links lässt sich die Fläche ganz einfach berechnen. Wir haben hier ein handelsübliches Rechteck und den Flächeninhalt eines Rechteckes berechnet man, indem man Länge mal Breite nimmt. Genau das machen wir hier. Wir rechnen Fs, das ist die Höhe bzw. Länge des Rechtecks, mal die Differenz aus S2 und S1. So erhalten wir die Wegstrecke, die zurückgelegt wurde. Etwas komplizierter sieht es aus im rechten Fall, da müssen wir analytisch vorgehen. Wichtig, wir integrieren nicht über die Zeit, sondern über den Weg. Deswegen steht da am Ende kein dt, sondern ein ds. So, welche Formen der Arbeit gibt es denn eigentlich? Wir unterscheiden in drei Formen. Es gibt einmal die Hubarbeit, die Verformungsarbeit, auch Federarbeit genannt, und die Beschleunigungsarbeit. Was denn mit Hubarbeit gemeint ist, da fragen wir mal am besten meinen Mitbewohner Jürgen. Servus, Detlef, was geht? Hey, servus Jürgen, ich habe eine Frage. In der Uni muss ich unbedingt checken, was eigentlich Hubarbeit ist, beziehungsweise potenzielle Arbeit. Hast du davon schon was gehört? Ja, natürlich kann ich dir gerade mal demonstrieren. Und zwar darf ich hier in der Kasse gehen, mich auf den Stuhl stelle, dann habe ich Hubarbeit verrichtet. So schnell geht das. Ach so. Dieser Kasten besitzt jetzt eine größere potenzielle Energie als noch eben, als er auf dem Boden stand. Ach, dann ist ja alles klar. Dank dir, ne? Wir sehen uns in den Tagen. Viel Glück bei der Klausur, ne? Ciao. Danke. So, dann hätten wir das auch geklärt. Die Hubarbeit, die Formel dafür lautet Kraft mal Weg, sprich Kraft mal die Höhe. Und da wir Arbeit gegen die Schwerkraft verrichten, können wir den Term ausschreiben und sagen, die Formel für die Hubarbeit lautet M mal G mal H. G ist der Gravitationsvektor und hat den Wert 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat.
Im nächsten Teil schmeißen wir dann mit Begriffen um uns wie Leistung, Energie und natürlich schauen wir uns auch an, was eigentlich Verformungsarbeit ist und was eigentlich Beschleunigungsarbeit ist. So, jetzt haben wir aber genug gearbeitet. Schluss für heute.